Habt ihr schon mal was von der Kupferfinne oder dem Fluch der Kelten gehört? Das sind keine Videospiele, sondern etwas altertümliche Bezeichnungen für die Rosatia oder Gesichtsrose. Über diese lästige Hauterkrankung, von der viele betroffen sind, und darüber, wie ihr sie eindämmen könnt, sprechen wir jetzt. Was ist nun eine Rosatia und wie zeigt sie sich? Oft beginnt diese Hauterkrankung im Gesicht, insbesondere an der Nase und den Wangen, aber auch die Stirn oder das Kinn können betroffen sein. Häufig fangen diese Rötungen nur flüchtig an. Das nennt man transientes Flushing, also ein kurzfristiges Erröten, manchmal auch mit Wärmegefühl verbunden. Solche Rötungen und erweiterten Gefäße, auch Teleangiektasien genannt, bleiben häufig im weiteren Verlauf bestehen und werden dann gerne umgangssprachlich als Couperose bezeichnet. Es können auch Pusteln und pickelartige Knötchen, schlimmstenfalls dicke Knoten, Schwellungen bzw. Lymphödeme hinzutreten. Die Schweregrade können unterschiedlich ausgeprägt sein und glücklicherweise kommt es selten zur Ausprägung der Maximalvariante. Die Rosatia ist eine häufige, chronisch und schubhaft verlaufende Hauterkrankung und betrifft vorzugsweise aber nicht nur Erwachsene mit heller Haut und Augenfarbe und deshalb auch im Volksmund der Ausdruck Fluch der Kelten. Übrigens kann sie über das Gesicht hinaus auch andere Areale betreffen, zum Beispiel den Hals, das Dekolleté oder den Rücken. Klinisch kann eine Rosatia auch einer Akne ähneln, aber im Gegensatz zur Akne kommen bei der Rosatia keine Mitesser, also Komedonen, vor und das Durchschnittsalter ist bei der Rosatia auch deutlich höher. Es gibt aber auch Mischformen aus beiden Erkrankungen, also Akne und Rosatia, zusammen. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch eine sogenannte Ophthalmorosatia gibt, also einen Befall der Augen, und das ist gar nicht selten. Die Ursachen der Rosatia sind nach wie vor nicht vollständig geklärt. Es handelt sich um ein multifaktorielles Geschehen, bei dem unter anderem folgende Faktoren eine Rolle spielen. Genetik, fehlgeleitete Immunantworten, Entzündungsprozesse, Mikroorganismen, zum Beispiel Demodex-Milben, Funktionsstörungen der Talgdrüsen, Nervenfehlfunktionen, Veränderungen der Gefäßregulation, aber auch entzündliche Darmerkrankungen, Ernährungs- und Umwelteinflüsse. Und da das ja noch nicht so vollständig geklärt ist, wäre es natürlich auch möglich, dass andere, noch jetzt unbekannte Faktoren mit eine Rolle spielen. Darüber hinaus spielen Triggerfaktoren für die Rosatia eine Rolle, zum Beispiel Hitze, Kälte, UV-Strahlung, körperliche Anstrengung, scharfes Essen, Alkohol, manche Kosmetika, also auch Reinigungsprodukte mit einem alkalischen pH-Wert, einige Medikamente oder Stress. Und wer jetzt Kaffee in der Aufzählung vermisst, dazu muss ich euch sagen, in einer 2018 veröffentlichten Studie wurde herausgefunden, dass Frauen, die koffeinhaltigen Kaffee tranken, ein geringeres Risiko für die Entwicklung einer Rosatia hatten. Nun, und vielleicht mögen einige von euch jetzt sagen, nee, ich sehe einen ganz klaren Zusammenhang zwischen dem Trinken von Kaffee und dem Auftreten von Rötungen. Da gab es auch eine Studie, die herausfand, dass der Trigger für Rötungen nach Kaffee trinken nicht etwa das Koffein im Kaffee war, sondern die Hitze. Denn nach dem Trinken von heißem Wasser traten genauso Rötungen auf. Ein weiterer Triggerfaktor, der diskutiert wird, ist eine sogenannte Mikrobiotika-Dysregulation im Darmtrakt. Man könnte es als eine Störung der Zusammensetzung der Mikroorganismen, die unseren Verdauungstrakt besiedeln, bezeichnen. Die Hintergründe dazu sind noch Gegenstand der Forschung. So, und wie können wir jetzt das Problem Rosatia angehen? Menschen mit Rosatia reagieren auf mögliche Auslöser, die ich vorhin erwähnt habe, ganz unterschiedlich. Am besten beobachtet ihr mal, welche Reize bei euch zu einer Verschlechterung führen und passt dann eure Lebensweise daran an. Zur Ernährung gibt es zwar keine spezielle Rosatia-Diät, aber eine gesunde Ernährungsweise mit viel Gemüse und natürlich auch mit Obst wirkt sich immer positiv auf das Hautbild aus. Und auch zu Skinfood habe ich euch schon einige Videos gemacht. Und besonders hilfreich ist es, wenn ihr mal versucht zu testen, ob eure Haut auf bestimmte Nahrungsmittel reagiert oder nicht reagiert. Dazu könnt ihr zum Beispiel mal ein Nahrungsmittel über ein paar Tage lang weglassen und schauen, wie die Rosatia-Haut damit klarkommt. Um den Überblick nicht zu verlieren, ist es natürlich auch noch sinnvoll, ein sogenanntes Ausschlusstagebuch zu führen.
Noch ein wichtiger Hinweis zur Ernährung. Wenn ihr längerfristig Magen-Darm-Probleme habt, dann lasst das von Spezialisten, den Gastroenterologen, abklären. Denn, wie wir ganz am Anfang schon besprochen haben, kann da ja auch ein Trigger dahinter stecken. Und prinzipiell ist die Magen-Darm-Gesundheit ganz, ganz wichtig für unseren Gesamtorganismus. Kommen wir zur Hautreinigung und Pflege. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn da wird so viel falsch gemacht. Reinigt eure Haut bitte mit Produkten, die nicht reizen, nicht auf Öl basieren, aber unbedingt auf den natürlichen pH-Wert der Hautoberfläche abgestimmt sind. Ihr müsst wissen, und das ist ganz, ganz wesentlich, nur im leicht sauren pH-Wertbereich, der natürlicherweise auf unserer Hautoberfläche herrscht, kann die Haut auch ihre optimale biologische Barrierefunktion erfüllen. Wir reden hier von ca. 5,5. Der richtige pH-Wert in Hautpflegeprodukten ist ja für jede Haut wichtig. Aber warum erwähne ich das so explizit bei der Rosacea? Nun, wir haben hier häufig im Rahmen der Erkrankung bereits einen etwas höheren pH-Wert auf der Hautoberfläche. Und das fördert natürlich weitere Entzündungen und dann auch den Fortlauf der Erkrankung. Ihr seht, wie wichtig das Wissen um den pH-Wert ist und dass ihr auch selber ein Gefühl dafür bekommt. Im Hinblick auf Reinigungsprodukte ist meine Empfehlung, insbesondere bei empfindlicher Haut, darauf zu achten, dass der pH-Wert des Produkts sogar noch leicht unter dem natürlichen pH-Wert der Hautoberfläche liegt, also beim Produkt so um 4,5 herum. Tiefere Einblicke in das Thema pH-Wert gebe ich euch auch in meinem Spezialvideo dazu. Und in diesem Video erfahrt ihr ebenfalls, wie ihr ganz einfach den pH-Wert in euren Produkten herausfinden könnt. Aber nicht nur der pH-Wert im Reinigungsprodukt ist wichtig, sondern auch die enthaltenen Waschsubstanzen, also ob sie aggressiv oder mild sind. Damit ihr darüber einen besseren Überblick bekommt, habe ich euch auch schon ein Spezialvideo zu diesem Thema gemacht. Und warum mache ich das? Ich möchte gerne, dass ihr langfristig selber zur Hautpflege-Experten werdet. Deshalb baue ich die Inhalte meiner Videos aufeinander auf, sozusagen wie ein Videolexikon, in dem ihr immer die für euch passenden Themen nachsehen könnt. Deshalb, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch gerne meinen Kanal. Und da hätte ich noch eine super Idee. Besucht mich doch auch mal auf Instagram. Da gebe ich Tipps für die tägliche Hautpflege und nehme euch auch ein bisschen mit in meinen Lifestyle. Zurück zur Pflege der Rosacea-Haut. Nach der Reinigung empfehle ich die Anwendung eines ebenfalls pH-Wert angepassten Tonics. Und zwar, um die entzündete, empfindliche Haut weiter zu rebalancieren, gegebenenfalls auch Rückstände von hartem Wasser abzunehmen und die Hautoberfläche gut zu durchfeuchten und somit auch für die Aufnahme folgender Pflegeprodukte vorzubereiten. Dann kommt ein Serum oder eine feuchtigkeitsspendende Creme, natürlich auch pH-Wert angepasst. Manche nehmen auch gerne beides. Und was ist jetzt dabei zu beachten? Bei der Rosacea-Haut besteht ein erhöhter TEWL, also Feuchtigkeitsverlust. Demnach sollten feuchtigkeitsspendende und bewahrende Pflegeprodukte angewendet werden, aber bitte mit niedrigem Fettanteil, denn ein hoher Lipidanteil kann die Beschwerden einer Rosacea noch verstärken. Und bitte keine puren fetten Öle auftragen, das ist absolut kontraproduktiv. Für alle, die hier tiefer einsteigen wollen, habe ich natürlich, wie sollte es anders sein, habe ich euch ja gerade erklärt, bei meinem System schon ein Spezialvideo gedreht, in dem ich alle wichtigen Punkte zusammenfasse, die pure fette Öle und die Haut betreffen. Außerdem wichtig, vermeidet bitte unbedingt hautreizende Inhaltsstoffe, zum Beispiel Duftstoffe oder Parfum, aber auch ätherische Öle. Die Pflege der Rosacea-Haut sollte so clean und reizarm wie nur möglich sein. Und als Extra setze ich euch auch Produktempfehlungen dafür in die Infobox. So, und welche Wirkstoffe sind denn nun hilfreich in Pflegeprodukten für Rosacea? Da hätten wir einerseits mal die Antioxidantien. Sie sind so eine Art Bodyguards, die schädigende freie Radikale abfangen können, die insbesondere auch bei Entzündungsprozessen, wie zum Beispiel bei der Rosacea, entstehen können. Aber auch Inhaltsstoffe, die Rötungen vermindern und hautberuhigende Eigenschaften haben, sind sehr hilfreich. Eine kleine Auswahl solcher Wirkstoffe findet ihr hier. Ich habe euch auch dazu schon ein paar detaillierte Videos gemacht. Natürlich sollten nicht alle diese Wirkstoffe zusammen in einem Produkt sein. Es reichen oft 2, 3 in einer guten Formulierung. Häufig wird die Haut ja total mit zu vielen Produkten und zu vielen Inhaltsstoffen überfordert und kann dann natürlich auch empfindlich reagieren. Zwischenfazit. Man kann also sagen, Freunde, die richtige Reinigung und Pflege kann helfen, die Hautbarriere zu stützen und auch Entzündungsprozesse einzudämmen. Hingegen,
Die falsche Pflege kann die Symptome einer Rosatia noch triggern. So, und wie es auf diesem Kanal so Sitte ist, lasse ich euch nicht aus der Nummer raus, ohne das Thema Sonnenschutz anzusprechen. Gerade bei der Rosatia-Haut ist das sehr, sehr wichtig, denn wir haben ja schon besprochen, dass UV-Licht ein Trigger dafür sein kann. Also bitte, am Ende der Hautpflegeroutine immer ein UV-Schutzpräparat auftragen, das auch lipidarm ist und ein LSF von möglichst 50 enthält. Zum großen Thema Sonnenschutz habe ich euch schon 2 Videos gemacht, die ich euch hier verlinke. So, und welche Maßnahmen helfen nun gegen Rosatia? Bevor ich euch erzähle, was ihr selber tun könnt, möchte ich noch einmal betonen, bitte holt euch zuerst hautärztliche Hilfe, denn es ist wahnsinnig wichtig, dass ihr die für euch richtige und passende Therapie erhaltet. Und wenn man zu lange damit wartet, dann kriegt man es selber so gut wie überhaupt nicht mehr in den Griff. Hier kurz eine Auswahl an äußerlich oder innerlich anzuwendenden Wirkstoffen, die euch eure Hautärzte je nach Befund und Schweregrad verschreiben können. Einige davon sind im sogenannten Off-Label-Use. Gemeint ist damit, dass ein Arzneiwirkstoff gegen eine Krankheit eingesetzt wird, für die er von der Zulassungsbehörde keine Genehmigung besitzt, gegen die er aber aus ärztlicher Erfahrung hilfreich sein kann. Äußerlich wird das Medikament als Creme, Gel oder Lotion auf die betroffenen Hautpartien aufgetragen. Innerlich sprechen wir von Tabletten oder Kapseln. Und bitte beachten, anders als viele andere Hauterkrankungen wird die Rosatia äußerlich nicht mit Cortisonpräparaten behandelt, denn das kann die Symptome noch verschlechtern. Und selbst nach einer anfänglichen Besserung können dann die Symptome nach dem Absetzen des Produkts noch verstärkt auftreten. Einzige Ausnahme ist der kurzfristige innerliche Einsatz von Cortisonpräparaten bei einer schweren Sonderform der sogenannten Rosatia fulminans. Je nach Befund gibt es natürlich noch weitere Therapiemöglichkeiten, zum Beispiel Laser- oder Lichtverfahren. Ein Symptom, das sich bei einem schweren Verlauf entwickeln kann, ist das sogenannte Rhinophym, auch Knollennase genannt. Hierbei handelt es sich um eine Wucherung von Bindegewebe und Talgdrüsen. Glücklicherweise ist diese Verlaufsform sehr, sehr selten und die Therapie muss dann individuell entschieden werden. Meist kommen chirurgische Therapieformen zum Einsatz, zum Beispiel Dermabrasion, Dermashaving oder auch abtragende Laserverfahren. An alle, die nicht betroffen sind, seid froh. Und an alle, die betroffen sind, wendet meine Tipps an, sie werden euch helfen. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe euch.